Bei akuten Brustschmerzen am besten direkt in die nächste Chest Pain Unit. Der typische Brustschmerz beim Herzinfarkt ist ein enges Gefühl über der Brust, der linken Seite, Ausstrahlung in den linken Arm, den Kiefer, teilweise auch zur rechten Seite, oft verbunden mit Luftnot. Es setzt schlagartig ein und es wird auch nicht wieder von allein besser. Das wären so die typischen Charakteristika. Oder es wird einem schummrig, man wird bewusstlos noch dazu. Das wäre auch nochmal ein Grund, noch aktiver den Notarzt zu rufen. Zunächst eine initiale Beurteilung, das ist durch die Schwester und den Arzt. Was sind das für Beschwerden? Was ist das Wahrscheinlichste, was der Patient hat? Ein Patient, der schon mal zwei Herzinfarkte hat, ist es ja wahrscheinlich, dass er wieder einen Herzinfarkt hat. Ein Patient, der schon mal eine gerinnselnde Lunge, eine Lungenembolie hat, hat auch ein höheres Risiko für eine erneute Lungenembolie. Danach wird sofort ein EKG geschrieben. Die EKG-Schreibung sollte innerhalb von 10 Minuten erfolgen. Es wird Labor abgenommen, eine Blutgasanalyse, wie ist die Sauerstoffsättigung, und danach anhand dieser Basischarakter ein Röntgen oder ein CT oder anschließend eine Herzkatheteruntersuchung veranlasst, was man denkt, was sozusagen das Problem ist und wo man am besten helfen kann. Das Ziel ist, wenn man einen Herzinfarkt hat, ist in der Regel ein Kranzgefäß, eine sogenannte Koronarie, verengt oder gar verschlossen mit einem Katheter, den man über diesen Impuls einführt zum Herzen. Zunächst mit einem kleinen Draht das Gefäß zu rekanalisieren, mit einem Ballon zu öffnen. Und zum Schluss, dass man das dauerhafte Gefäßlumen wiederherstellt, den gesamten Gefäßlumen, einen Stent einzusetzen, der sozusagen die ganze Verkalkung und die Gefäßwand drückt, dass das Gefäß wieder frei durchgängig ist. Stent ist ein kleines, lasergekattetes Metallröhrchen, was auf dem Ballon sich befindet und was man dann durch den Ballon in die Gefäßwand pressen kann und somit das Lumen des Gefäßes wieder freigibt.